Kapitel 7. Nicht alle sind gleich. Also begannen wir die große Schlucht, die vor uns lag, zu umrunden. Der Zeitverlust, den dies bergen würde, war immens, doch eine andere Wahl blieb uns nicht, wenn wir unser Ziel erreichen wollten. Also hieß es nun, Augen zu und durch. Je schneller wir waren, desto besser. Und wer weiß, vielleicht hätte dieser Umweg ja nicht nur Nachteile. Zum Beispiel gab es mir mehr Zeit, um Mira besser kennenzulernen, egal was Jason davon dachte. Wie ich Rondo bereits erklärt hatte, obwohl mir klar war, dass er es bereits wusste, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie und ich ein Paar werden würden, sehr hoch. Es gab einfach nicht viele Wölfe und wir wussten beide, dass die Wahrscheinlichkeit, je wieder einen Artgenossen zu treffen, gering war. Deswegen, wenn wir uns letztlich nicht gerade hassen würden, war es für beide vermutlich die einzige Chance, die wir je hätten. Deshalb hoffte ich auch, dass es gut enden würde, dass ich und Mira uns gut verstehen würden. Auch wenn es wirklich noch ein Problem werden könnte, wie sehr Jason sich ohne Gründe bereits gegen sie stellte. Doch dies war ein Problem der Zukunft. Einer Zukunft, in der Mira und ich einander tatsächlich nahe standen. Und dazu musste es erst einmal kommen. Während sie also unsere Gruppe am Rande der Schlucht entlang führte, entschied ich mich, ihr Gesellschaft zu leisten. Der alleinige Fakt, dass wir Feuer- und Eiselementar waren, war doch irgendwo ironisch. Aber trotzdem war ich durchaus optimistisch. Und ich wusste, der Ersteindruck, den sie von mir hatte, war auch nicht allzu negativ ausgefallen. Und, wie geht's dir so? Gut, warum sollte es denn anders sein? Du brauchst vor mir nicht so zu tun, als hätte der Sonnensturm dir gar nichts ausgemacht. Ich sehe doch, dass es dich ziemlich mitgenommen hat. Zunächst wirkte es, als wollte sie widersprechen, doch letztlich entschied sie sich, offen mit mir zu reden. Ich merke schon, dir gegenüber brauche ich nicht versuchen, auf hart zu tun. Du schaust mich ja jetzt schon ständig, obwohl wir uns gerade einen Tag kennen. Wie machst du das denn? Ehrlich gesagt fiel es mir schwer, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich schon seit ich denken kann mit anderen zusammenlebe. Dadurch fällt es mir einfacher, die Gefühle anderer zu verstehen. Ich verstehe, wo wir gerade von anderen reden und von deinen Freunden. Dein einer Freund, der Fuchs, Jason hieß er doch, glaube ich. Er wirkt mir gegenüber so abweisend. Weißt du, was er haben könnte? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Genau wie Mira mich nicht anlügen musste, wollte ich auch bei dieser Frage nicht lügen. Ja, irgendetwas hat er anscheinend gegen dich, aber ich weiß nicht weshalb. Ich kann selber nur raten. Aber ich habe mich vorhin schon mit ihm darüber gestritten. Es wird wohl mit deinem Hass gegenüber Menschen zusammenhängen. Mit meinem Hass gegen die Menschen? Aber warum? Was hat das denn mit ihm zu tun? Steht er etwa auf ihrer Seite? Nun war doch der Punkt gekommen, an dem die Wahrheit nicht mehr ganz die richtige Antwort war. Nein, wahrlich nicht. Er ist ein großer Feind von ihnen, nur es ist wohl meinetwegen. Er denkt vermutlich, dass dein Hass mich verletzen würde, weil... Nun, ich habe sehr lange mit einem Menschen zusammengelebt, musst du wissen. Der Ausdruck auf Miras Gesicht verriet bereits mehr als jegliches Wort es könnte. Verwirrung und Unverständnis paarten sich im Verstand einer Wölfin, welche nur auf eine Erklärung wartete. Es ist eigentlich keine lange Geschichte. Ich bin vor rund 2 Jahren, vielleicht waren es auch 3, mitten in der Eislandschaft auf Irelius aufgewacht, schwer verwundet und ohne meine Erinnerungen. Dieser Mensch hat mich gefunden und gepflegt. Ohne ihn wäre ich damals gestorben. Und als es mir wieder gut ging, hatte ich keine Idee, wohin ich ziehen sollte. Und so blieb ich bei diesem Menschen. Wir halfen einander und lebten zusammen. Erst zu Beginn dieser Reise ging ich von dort weg. Diesem Menschen verdanke ich mein Leben. Ich weiß, dass du nicht lügen würdest, aber ob ich dir das glauben kann? Ich habe zu viel Terror und Zerstörung von den Menschen gesehen. Sie sind keine guten Wesen und werden es nie sein. Genau hier, Mira. Ich sage es, wie ich es denke. Liegst du falsch? Du denkst zu eintönig, auch wenn es aus deiner Perspektive Sinn ergibt. Aber genau wie wir beide unterschiedlich sind, sind auch Menschen unterschiedlich. Es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Unbekannte Sicht.
vor 100 Jahren. Nahe des Dorfrandes hat sich der Mensch angegriffen. Ich sagte doch, du sollst nicht alleine dorthin gehen. Es ist gefährlich. Mein Freund wirkte wenig beeindruckt. Wieder einmal. Jedes Mal beteuerte er, dass er klarkäme. Doch dieses Mal hat er anscheinend mehr als nur einen Menschen erwischt. Dieses Mal hat er wichtige Informationen von ihnen aufgeschnappt. Auf Irelius? Ein Weg, sie alle zu vernichten. Gut. Gut, du führst mich. Zeige mir den Weg. Gegenwart. Rubins Sicht. Mira schien wirklich zu schwanken, nicht zu wissen, ob sie sich nur auf meine Seite stellen oder mir widersprechen sollte. Doch recht schnell traf sie für sich selber eine Entscheidung, wie sie die Menschen denn werten solle. Die Ausnahme bestätigt die Regel, auch wenn es um solche Wesen gibt. Es gibt bestimmt auch gute Menschen, doch sie sind nur ein paar unter Hunderten. Gute Wesen würden nicht all die Dinge tun, die sie mir angetan haben. Nach allem, was ich durchmachen musste. Menschen sind abscheulich. Der Mensch, der dich gerettet hat, mag gut sein, daran zweifle ich nicht, aber er repräsentiert sie nicht alle. Auch wenn ich ungern zustimmte. Sie hatte nun einmal völlig recht mit dieser Behauptung. Leider stimmt das. Er selber war ein Feind seiner eigenen Spezies. Und vor allem ein riesiger Feind vom Gesetz der Natur. Dieses Gesetz, ich hasse es so sehr. Ich kann der Menschen da vollkommen beipflichten. Dieses sogenannte Gesetz ist doch nichts als ein schrecklicher Versuch, der Menschen ihre Taten zu rechtfertigen. Mehr steckt nicht dahinter. Es ist eine Erfindung, die sie gemacht haben, damit ihr ungebremster Hass logisch ergründlich scheint. Ob das Gesetz der Natur wirklich daher stammte, keiner wusste es, doch die genaue Herkunft dieses Fluches war vollkommen unbekannt. Aber irgendwie glaubte ich nicht, dass es wirklich war, was Mira behauptete. Ich bezweifle, dass Menschen einfach ein Gesetz erfinden würden, was sie in den Krieg zwingt. Und ich hatte es in Jasonsdorf doch auch schon bemerkt. Die Menschen trauten mir schnell, abgesehen von Arkadios. Sie alle wussten von vornherein, dass ich keine Bedrohung für sie war. Sie wussten. Tiere musste man nicht bekämpfen. Das Einzige, was sie dazu brachte, war das Gesetz. Diesen Gedanken wollte ich nun auch mit meiner Reisegefährtin teilen, jedoch kam ich nicht dazu, meine Ausführungen zu beginnen. Ein lauter Knaller tönte. Ein fallender Baum. Ohne jeglichen Wind. Ohne Wettereinflüsse. Ich wusste, dass es Menschen sein mussten. Miras Reaktion bestätigte dies noch einmal. Menschen, wir sind nah an ihrem Dorf. Deswegen hasse ich diese Region. Bleibt alle vorsichtig und verbergt euch, vor allem du, Vin. Ihr letzter Einschub mag etwas gemein gewesen sein, aber es war doch die Wahrheit. Als Walross war Vin an Land nun einmal weder unauffällig noch mobil. Und seine Leidenschaft zu essen half ihm dabei auch nicht sonderlich. Ja klar, ich kann sehr grazil sein, wenn ich möchte. Ich bin schließlich Showmaster. Dass Vin gute Shows abziehen konnte, hatte er bereits bei unserer ersten Begegnung bewiesen. Und an sich glaubte ich ihm auch, dass er durchaus mobil sein konnte. Aber nun einmal nicht an Land, dafür war er einfach nicht geschaffen. Aber viel anderes als weiterzugehen blieb uns nicht. Es dauerte nicht lange, bis sich die Geräuschquelle uns näherte und wir noch vorsichtiger wurden. Wir wollten natürlich möglichst vermeiden, von den Menschen gesehen zu werden. Als wir allerdings an eine Lichtung kamen, auf der drei Menschen waren, wurde die Lage kritisch. Zwei von ihnen waren Männer, sie waren am Holzhacken und so positioniert, dass sie uns nicht bemerken würden. Die Frau, die Wache hielt, allerdings schon. Sie hatte die Umgebung genauestens im Auge. Wir mussten uns irgendwie vorbeischleichen. Das Gebüsch war recht dicht, hatte jedoch eine größere Lücke, welche gefährlich werden könnte. Leise wies ich die anderen an. Seid vorsichtig und schleicht euch durchs Gebüsch. Da vorne bei der Lücke wartet ihr, bis sie wegblickt und geht dann, aber ohne zu zögern. Ich sah, wie die Männer begannen, das Holz einzusammeln und überlegte kurz, ob wir nicht einfach warten sollten. Doch, ich war oft genug mit Jason Holz sammeln gewesen, um zu wissen, dass sie locker noch eine Stunde hier warten könnten.
selbst wenn sie kein Holz mehr benötigten. Wir entschieden uns, Vin als Ersten zu schicken. Wenn jemand entdeckt werden würde, dann er. Und ich muss ehrlich sein. Er bewies, dass er tatsächlich eleganter sein konnte, als ich es gedacht hätte. Nahezu geräuschlos schaffte er es, unbemerkt durchs Gebüsch auf die andere Seite der Lichtung zu schleichen. Rondo war bereits hoch in die Luft geflogen. Für ihn war die Sache kein Problem. Wobei Menschen in der Regel sowieso auch keine Insekten jagten, aber vielleicht hätten sie ihn ja erkannt. Jason und Mira gingen beide noch vor mir. Beide auch mit vollem Erfolg. Ich war erleichtert und nahm die Lage so recht locker. Sie waren alle unbemerkt über die Lichtung gelangt. Nun musste nur noch ich zu ihnen stoßen. Allerdings nahm ich es wohl etwas zu locker. Als die Frau gerade den Kopf weggedreht hatte, huschte ich durch die Lücke, wobei ich jedoch nicht auf das Laub zu meinen Füßen achtete. Das begann laut zu rascheln. Sofort drehte sie sich zu mir und hatte mich fest im Blick. Fliehen konnte ich nicht mehr, das wusste ich genauso wie meine Freunde. Ich zeigte ihnen allen an, dass sie verschwinden sollten. Diese Situation musste ich alleine bewältigen. War da irgendwas? Nein, da ist nichts. Zumindest denke ich das. Geht schon mal zurück, ich gucke mir das noch einmal an. Unbelastet verließen beide Männer die Lichtung, während ich verwirrt stehen blieb. Warum schickte sie ihre beiden Kollegen weg? Ich hielt Blickkontakt und blieb kampfbereit, als die Frau sich mir näherte. Im Augenwinkel sah ich bereits, dass meine Freundinnen nicht auf mein Signal gehört hatten. Sie waren alle noch hier. Mira sprang sofort zu meiner Seite und knurrte die Frau bedrohlich an. Jedoch wirkte sie nicht ängstlich. Habt keine Angst, ich tue euch nichts. Ich habe die beiden extra fortgeschickt, damit sie euch nicht sehen. Es war definitiv eine Überraschung, doch in jeder Form eine willkommene. Nicht nur ersparte sie uns viel Ärger, es bestätigte auch gleichzeitig meine Aussagen gegenüber Mira erneut. Sollen wir dir das wirklich glauben? Rondo antwortete ziemlich kühl. Du weißt schon, dass Menschen Tiere nicht verstehen, oder? Das stimmt. Die menschliche Sprache ist viel primitiver, was es für Menschen auch fast unmöglich macht, eure Sprache zu lernen. Und weshalb hätte ich denn meine Freunde weggeschickt, wenn ich euch Böses wollte? Siehst du, Mira? Rondo zeigte seine Selbstsicherheit mehr als eindeutig. Bis uns allen etwas auffiel. Hast du gerade auf ihre Frage geantwortet? Ja, das habe ich. Ich habe jahrelang heimlich gelernt, um eure Sprache endlich zu verstehen. Gerade für Fälle wie diese hier. Was macht ihr denn hier? Ihr seid keine normalen Reisenden, das sehe ich sofort. Sonst hättet ihr im Wald kein Walross dabei. Jason schien diesen Dialog in unser aller Namen übernehmen zu wollen. Wir sind auf einer Mission, die Frieden zwischen Menschen und Tieren bringen soll. Und die ewige Nacht verhindern, die für die Sonnenstürme verantwortlich ist. So groß ist eure Mission? Das ist ja unfassbar. Wenn es einen Weg gibt, wie ich euch helfen kann, dann sagt es mir. Für den Frieden würde ich alles tun. Ich hasse diesen ewigen Krieg und dieses Gesetz. Es gab also wahrlich Gleichgesinnte, auch unter den Menschen, außerhalb von Jason. Hast du eine Axt? Mit der du einen der Bäume an der Schlucht fällen kannst. Wir müssen auf die andere Seite und können uns so einiges an Weg ersparen. Kurz blickte die Frau sich um. Ja, das kann ich für euch tun. Also ist die Brücke im Osten zerstört. Durch den Sonnensturm, ja. Gebt mir 10 Minuten, dann werdet ihr eine neue Brücke haben. Gesagt, getan. Auch wenn sie etwas Mühe hatte, das große Werkzeug effektiv zu bedienen, fiel nach einigen Minuten ein großer Baum am Rande der Schlucht und bildete für uns eine Brücke. Ich hoffe, es hilft euch. Viel Glück auf euren Reisen, ihr schafft das bestimmt. Vielen Dank, wir haben dir einiges zu verdanken. Wir werden alles geben, das verspreche ich. Auch in diesen Momenten wirkte Mira noch unsicher, ob sie der Frau wirklich trauen sollte, aber auch sie wusste. Dieser Mensch half uns wahrlich weiter. Und ich hoffte, dass sie vielleicht, zumindest irgendwie, dass auch sie verstand, was ich noch zuvor gesagt hatte. Menschen sind nicht grundsätzlich böse.